begrüße euch erneut zu einem Video aus dem Serengeti Park. Ich hatte euch versprochen, euch noch über eine Sache aufzuklären. Ja, viele von euch haben aufmerksam geguckt und haben natürlich den Parkeinweiser zum Ende des Videos hin erkannt. Es war natürlich Matthias. Und heute möchte ich euch ganz kurz, beziehungsweise wird Matthias euch gleich kurz erklären, wie es dazu kommt, dass er hier arbeitet, was er hier genau macht. Und eine Sache noch. Ja, ich habe festgestellt, beziehungsweise habt ihr mich darauf hingewiesen, dass ich im letzten Video gesagt habe, dass ich mit dem Fahrrad angereist bin und dann aber mit dem Auto durch die Safari gefahren bin. Es ist aber tatsächlich so gewesen. Matthias ist vor mir mit dem Auto hierher gefahren und ich bin halt ein bisschen später mit dem Fahrrad dann auch hergefahren. Ja, wir haben nämlich, beziehungsweise Matthias hat hier in Hodenhagen eine kleine Wohnung, weil es doch ein Stück weit von uns zu Hause entfernt ist hier, wo er dann immer übernachten kann, wenn er hier arbeitet. Und von da aus bin ich gekommen und auch heute. So, jetzt würde ich sagen, ich gehe los, mache mich auf die Suche nach Matthias und ja, ihr könnt gespannt sein, was er uns zu erzählen hat. Ja, ich habe Matthias tatsächlich gefunden. Hallo Matthias! Hallo. Ja, im letzten Video haben schon einige von unseren Zuschauern erkannt, dass du der Parkeinweiser warst. Du hast das sehr souverän gemacht, Dankeschön. Hast mich sehr souverän eingewiesen. Und jetzt wollen wir natürlich, wie versprochen, noch ein paar offene Fragen klären. Ja, die erste Frage, Matthias, bist du Parkeinweiser im Serengeti Park? Auch. Ich bin, ich mache hier mein Praxissemester im Serengeti Park. Im Rahmen meines Studiums Attractions und Theme Parks Management. Und da mache ich eigentlich alles mal. Also Parkeinweiser, Fahrgeschäfte bedienen, ja, überall. Okay, damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage beantwortet, was deine Aufgabenbereiche sind. Ja, also ich mache auch noch, geplant ist auch noch, je nachdem, wann wir denn richtig öffnen können, dass ich in die Gästelogistik gehe. Gästelogistik ist eigentlich alles das, was hier ein Fahrer hat. Also vielleicht darf ich euch mal rumkutschieren hier. In die Gastro gehe ich noch kurz, ins Resort gehe ich noch kurz. Also ja, wie gesagt, alle Bereiche, die es in einem Freizeitpark eigentlich grob gibt, die darf ich hier sehen. Aber die Fahrgeschäfte sind immer noch meine Stammabteilung, da werde ich die meiste Zeit verbringen. Seit wann arbeitest du hier im Serengeti Park? Seit 1.3. bin ich jetzt hier und mache hier die Saisonvorbereitung mit. Also wir haben die Wasserbahn geschrubbt und die Wege sauber gemacht, neu gemacht, all sowas. Attraktionen ausgepackt, damit ihr damit fahren könnt. Ja, solche Sachen macht man dann eben, bevor es losgeht. Was hast du davor beruflich gemacht? Hast du schon mal in einem Freizeitpark gearbeitet? Nein, das ist das erste Mal überhaupt, dass ich mit irgendwelchen Gästen arbeiten darf. Vorher war ich im E-Commerce, also Online-Handel, deswegen vielleicht auch unser Shop. Und dann war ich noch kurz ein Jahr lang, oder eigentlich ein halbes Jahr lang, war ich in der Arzneimittelbranche. Aber ja, dann hat es mich dann doch schnell hier in die Attraktion, wie sagt man, Freizeitparkbranche gezogen dann doch. Wieso hast du dich dazu entschieden, im Serengeti Park dein Praktikum zu machen? Also eigentlich dürfte ich das hier gar nicht machen, weil wir ein Auslandspraktikum machen sollen. Dadurch, dass wir jetzt aber durch die Corona-Bestimmung eben nicht wirklich in andere Länder kommen, die Universität das nicht verantworten kann, dass wir in gefährliche Länder fahren. Es ist halt alles gefährlich, aber ja gut, das sind Formalitäten. Deswegen muss es ein Park in Deutschland sein. Und ja, der Serengeti Park ist relativ nah bei uns und ich habe hier eben die Möglichkeit, in sehr, sehr viele Bereiche zu gucken. Das heißt, ich sehe Zoo, ich sehe Freizeitpark, ich sehe Resort und eben alles, was dazugehört. Mein Vorgesetzter hat mir da ermöglicht, hier überall reinzugucken und das findet man in Parks, die zum Beispiel zu einer Gruppe gehören, eher weniger. Das ist der Vorteil, dass hier alles ein wenig unbürokratischer ist. Ja, dann meine letzte Frage. Wie lange wirst du hier sein und wie wird es danach für dich weitergehen? Also ich bin jetzt bis zum 31. August noch hier und hoffe, dass ganz viele vorbeikommen und wir aufmachen können. Dürft mich auch alle gerne ansprechen. Ich freue mich immer, mit irgendwem zu quatschen über irgendwelchen Freak-Stuff. Und ja, danach
müssen wir mal gucken. Wissen wir noch nicht so genau, je nachdem, wie die Corona-Lage hier in der EU ist. Ziehen wir dann nach Holland oder bleiben noch ein wenig in Hamburg? Man weiß es leider noch nicht. Aber in Serengeti-Park darf ich erstmal nicht bleiben, leider. Mal gucken. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Pause geopfert hast, um mir das Interview zu geben. Hart. Dann würde ich sagen, auf an die Arbeit wieder und ich gehe noch ein bisschen durch den Park und ja. Du fährst gleich noch Dschungelsafari. Ja, das mache ich noch. So, ich bin bei den Schimpansen angekommen und hier im Hintergrund könnt ihr auch schon das Stationsgebäude von der Dschungelsafari-Tour sehen. Matthias hat es gerade schon angekündigt, ich werde natürlich auch die Dschungelsafari-Tour mitfahren müssen, weil die jetzt neu auch geöffnet ist hier. Ich habe leider, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die auf ist, meine GoPro nicht mit und werde daher nicht sehr viel filmen, aber es gibt bereits auf dem Zweitkanal Full Experience ein komplettes On-Ride-Video von der Dschungelsafari-Tour, das ich euch sehr empfehlen kann, weil es war auch sehr lustig, die Fahrt mit sehr vielen tollen Leuten, die ich alle ganz doll vermisse übrigens und ich ganz doll hoffe, dass wir bald wieder zusammen hier die Dschungelsafari-Tour machen können und wieder so viel Spaß haben werden. Ja, ich gehe jetzt mal rein. Ach, es wird bestimmt auch so spaßig sein. Die Fahrer sind da immer ganz cool drauf und ja, ein paar Ausschnitte werdet ihr sehen. Viel Spaß. Und wenn ihr alle einen Fotoapparat dabei habt, packt ihn mal ganz schnell aus, weil da vorne auf der rechten Seite kommt gleich was ganz Besonderes. Ich zähle von 3 runter, damit ihr ungefähr wisst, wo ich meine. In 3, 2, 1 und guck mal da, das ist ein Maschendrahtzaun. Ne? Ich merke schon, ihr seid eine richtig geile Truppe, ihr habt richtig Bock heute. Ne? Ja. Zack, schwupp, da sind wir auch schon mitten in der afrikanischen Savanne. Ui, 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 da kommen wir mal ein paar Autos. Vorhin sind wir eine norddeutsche Langhalsziege bei der Führerschein- und Verkehrskontrolle. Und man nennt sie auch Netzgiraffe. Wir bis zu 6 Meter groß und ist am Tag bis zu 40 Kilogramm Lauf. Auf der linken Seite sind sie, unsere berühmt-berüchtigten Breitmaulnashörner. Die werden in der freien Wildbahn bis zu 3700 Kilogramm schwer und kriegen eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h pro Stunde auf dem Tacho, können aber nur 5 Meter weit gucken. Das heißt, wenn die mal Vollgas geben mit dem Bremssieg, wird das nichts mehr. Ne? So, ich bin heil aus der Dschungelsafari-Tour rausgekommen. Der Fahrer war ziemlich witzig, weil er fragte mich, als ich in der Warteschlange stand, alleine, ob ich von der Presse sei und ich meinte, ja, kann man so sagen. Und dann wollte er mir einen Jeep für mich alleine organisieren, damit auch ich schöne Aufnahmen machen kann. Und dann meinte ich so, nee, so wichtig bin ich jetzt auch nicht. Ja, und dann konnte ich mit den anderen mitfahren. Hi Kevin! Moin! Der Fahrer hieß auch Kevin von der Dschungelsafari-Tour. So viele Kevins hier. Dann hat er aber extra aufgepasst, dass ich nicht besonders doll nass wurde. Fand ich super. Könnte immer so sein. So, ich habe mir diese Location hier ausgesucht, nicht nur, weil wir hier einen super tollen Hintergrund haben, sondern weil wir hier eine super tolle Sounduntermalung haben von einem IMAscore Soundtrack. Und diesem IMAscore Soundtrack wird hier alle Ehre erwiesen durch tolle Lautsprecher. Ja, ich bin hier sehr gerne und
gehe jetzt durch die Jurassic Safari. Übrigens hat nebst der Dschungelsafari-Tour auch der Spielplatz, den ihr hier sehen könnt, wieder aufgemacht jetzt dieses Wochenende. Und man sieht hier, auch das Karussell ist wieder ausgepackt. Einige andere Attraktionen sind auch schon wieder ausgepackt und bereit für den richtigen Saisonstart. Ja, von mir soll es das jetzt gewesen sein hier heute aus dem Serengeti-Park. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video, ich weiß nicht, wie lang es wird, gefallen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in irgendeinem anderen Video, in irgendeinem anderen Freizeitpark wieder. Bis dahin. Tschüss.